Moin, der Bauer aus dem Markt muss zum Wochenende noch eben durchschieben. Heute war wieder ein ereignisreicher Tag. Der Bundes-Olaf hat ja. An wen erinnert er mich? Stimmt, der wollte das Wirtschaftswunder beleben. Also jetzt nicht an Ludwig Erhard, nee, der hat's ja gemacht. Er will das ja bloß beleben. Und der erinnert mich so an, ja, den mit der Zicke aus der DDR-Zeiten noch. Kennt ihr den noch? Walter, genau, Walter Ulbricht. Der hat auch gesagt, wir überholen den Kapitalismus, ohne einzuholen. Genau, das fiel mir ein bei dem Interview, was der da abgezogen hat. Und dann war der Wirtschaftsheini, wie heißt der hier, Robert Mayer auch noch wieder zu sehen, da mit ihm von der Solarenergie. Wie wollen die Solarenergie, also die Solar. Energieplattenproduktion hier in Deutschland wieder ankurbeln. Die sind abgehauen, weil die hier energiemäßig ziemlich teuer war. Und jetzt bei den Preisen, die doppelt so hoch sind, wollen sie die zurückholen. Kannst du dir nicht vorstellen, das geht nicht so weiter. So, jetzt kam die nächste Maus zur Ecke gesprungen. Die hat mit Patrick hinzugeschickt vom SWR so einen Artikel. Ey, knallhart. Mal ganz ernst, wer kirchlich angehaucht ist, ihr wisst ja, was jetzt für eine Zeit ist. Fastenzeit, ne? Also kein Fleisch und so. Ne? Schön vorsichtig. Und sie hat in den Korkenhaus ja auch ein Klimafasten, merkt man da vom Tische fallen. Klimafasten mit saisonalem und regionalem mit Gemüse. Also wir sollen darauf achten, also nicht ich sowieso, ich vor allem beim. Mache ich den und dann ist gut. Und wir sollen, also Leute, die da Klimafasten machen wollen, sollen darauf achten, dass das Gemüse nicht von irgendwo kommt, sondern aus der Region und saisonal ist. Gut, hier gibt es mal Kartoffeln, Mohrrüben, ein bisschen Kohl. Das war denn schon. Aber sie zählte dann oft zum Beispiel Feldsalat. Gut, das hat mich das nächste Mal ein bisschen geschüttelt, weil Feldsalat, saisonal, regional, ja, kann sein. Wenn der Feldsalat in einem Folienzelt wächst und auch beheizt wird, also mit Energieeinsatz. Außer das Folienzelt ist mit Abwärme von der Biogasanlage gewärmt. Aber das will ja die Kirche auch nicht. Das will die ja auch nicht, dass du von ihren Flächen für die Biogasanlage. An Biogasanlagen verpachten die ja auch nicht. Deswegen liegen ja bei uns welche brach. Einige Flächen, ne? So, das war das eine. Dann hat sie noch eine Frucht empfohlen. Zum Klimafasten. Und zwar eine ganz intensive Frucht. Ein Fruchtkörper. Ja? Champignons. Also, bitte, saisonal ist der nicht und regional ist der auch nicht. Regional, der kommt von uns hier. Der 15 Kilometer durch den Busch. Da ist eine Riesenanlage, die macht mehrere tausend Tonnen Pilze in jedem Jahr. Und mit was? Die machen mit Abwärme, das stimmt. Das weiß ich. Mit der Biogasanlage war ich mal beschäftigt. Ich habe da mal für Chefin ein paar Jahre gearbeitet. Die machen das mit Abwärme einer Biogasanlage. So, aber trotzdem. Sonst wachsen die Champis Juli, August, September. Und denn wo? Auf einer Wiese, die meist Dauerweide war von den Rindern. Ja, und jetzt wächst das Zeug wo? Ja. Ach, die bösen Tierhalter. Pferdescheiße. Also Pferdemist. Ne? Der wird klein gehackt und zack, da mit drin gepackt, den Substrat darin gepustet. Ne? Und dann wächst das Zeug. Bei 31 oder 32 Grad, dunkel, feuchter Raum, da schuften die Frauen und fahren da jeden zweiten oder jeden dritten Tag fahren die da durch und schneiden die Pilze. Also, wenn man schon Heilfasten für das K oder Klimafasten empfiehlt, dann sollte man sich informieren, wo und welche Früchte man jetzt essen sollte und wer vom Markt holen sollte. Ne? Also wegen dem Klima. Ne? Ist so. So, was war noch? Ach so, dann war ja die Starköchin wieder unterwegs. Sie hat eine Studie jetzt hingewiesen, dass man, also das wäre ja was für alle anderen. Glyphosat ist fischgiftig, Glyphosat ist hochgiftig und Glyphosat braucht man nicht, weil. Wenn da Unkraut im Getreide steht oder in anderen Kulturen, erntet man trotzdem genauso viel. Jo, die Erfahrung musste ich auch schon mal machen, dass wenn man kein Unkraut beseitigt, zum Beispiel weißen Hahnenfuß im Roggen hat, dann ist die Fuhre doppelt so schwer. Und wenn man das dann
mindestens 5 Stunden oder 10 Stunden liegen lässt, dann ist das so heiß, dann brauchst du das nicht mehr rausreinigen, dann kannst du das hinstellen. Der Haufen rennt dir nicht weg, der verglüht dir, so heiß wird das Zeug. Dann ist der Roggen Schrott. Also rausreinigen, dann bleibt aber auch nur ein Drittel Roggen, der Rest ist weißer Hahnenfuß. Und was haben wir denn gekonnt? Ja, wir können Meldeschnaps draus machen, das stimmt. Mehr nicht. Also, unsere Star-Köchin hat wieder zugeschlagen. Soll sie doch herkommen? Soll sie doch mal den Leuten zeigen, wie das funktioniert? Nur eine große Fresse haben, das bringt es nicht. Gut, weil man auch hier noch verdient in so einem komischen Europaparlament. Ja, da kann man auch die große Lippe riskieren. Und nur für Grün und Grün. Aber dass das denn nicht alle satt macht, das begreifen die Leute nicht. Und da muss ich auch nicht weiter reden. So, was war noch? Nö, das Wort erstmal. Ach so, noch ein Artikel zu erwähnen. Bauer Willi hat einen schönen Artikel geschrieben auf die Sache mit dem Biolandverband, was die da heute oder gestern vom Stapel gelassen haben. Lest euch das durch. Ist wirklich sehr interessant und sehr gut geschrieben. Und die Fragen, die Willi an diesen Verband gestellt hat, super. Ich hoffe, dass ich die Antworten von dem Verband auch lesen kann, weil sehr interessante Fragen gestellt. Auch gleich mit Begründung und so weiter, wo die wahrscheinlich drüber nicht nachgedacht haben. Die wollen einfach nur Kohle machen und die wollen sie vom Minister haben, ja, weil sie ja Bio sind. Also dieser Verbandschef von denen, ob die manchmal ein bisschen hart gegen die Brennnesselranzen oder was, weiß ich nicht. Oder ob die schon den Stoff rauchen, den sie erst legalisieren wollen. So kam mir heute der Klimaminister vor, dass der schon mal eine Tüte gesogen hat von dem Zeug, was wir erst legal machen wollen. Guckt euch das Interview mit dem Habeck an, also oder diese Pressekonferenz da. Guckt euch das an, lacht euch kaputt. So, dann lasse ich euch erstmal für die nächsten Tage da in Ruhe. Bis denn, der Bauer aus dem Markt. Achso, die Kommentare bitte da unten. Bitte mit Humor, ne? Wir nehmen alles mit Humor. Mehr kannst du sowieso nicht machen. Wenn der Regierung geht, kannst du vergessen. Bis denn, der Bauer aus dem Markt.